Die nächste Tour ist da. Preußensondler ist mit dabei, Alex und Rico. Ja, und der Preußensondler sitzt hier mitten im Wald auf dem Boden rum. Ja, der Preußensondler weiß nicht genau, weil er die Manschetten erst einmal benutzt hat, wie sie jetzt angelegt werden. Hallo, liebe Zuschauer. Oh Gott. Ich begrüße euch. Hallo, liebe Zuschauer. Ich jetzt mal ernst, helf mir mal bitte. Eigentlich wollte ich gerne mal fragen, ob von euch auch Füchse zuschauen. Wie kann man denn sitzt so schnell wieder vergessen? Meine Fresse, nee, ey. Ja, du musst dich hinstellen im Sitzen, jedes doch nicht. Reißverschluss vorne. Genau, und jetzt machst du den einfach schon mal zu. Siehst du. Und dann ist schon... Und war das jetzt so viel verlangt, dass man mir das mal kurz erklärt? Hier der Haken, ne? Einhaken. Genau. Mann. Ganz ehrlich, die ganze Sache hat hier... Weiter unten natürlich. Weiter unten, da krabbelt doch jeder Holzbock unten durch, Mann. Muss straff sein. Mann, hier soll kein Rehbock durchkommen, kein Holzbock. Hier. So, jetzt mach das zu als Sklave. Hier, das machst du selber zu. Genau, so machst du es schon richtig. Okay, jetzt weiß ich's wieder. Lieber Sonic, über die Manschetten habe ich mich sehr gefreut. Ich freue mich ja nicht oft über dich. Aber das war okay, muss ich sagen. Das sind übrigens keine Manschetten. Es ist Sommer. Es ist warm, es ist schön. Wir haben einen sehr schönen Wald hier. Mal sehen, ob hier was kommt. So, die sind immer noch am Quatschen. Es ist schon irgendwie 20 Minuten oder so, sind schon rum. Und ich habe einen richtig schönen Fund gemacht. Guckt euch mal das an. Da hat hier oben irgendwie so ein Muster oder irgendwas. Ich werde das gleich mal ein bisschen sauber bürsten. Schönes, interessantes Teil. Habe ich so noch nie gesehen. Oh, der hat da oben ein Loch. Könnte militärisch sein. Richtig cooles Teil. Da steht was drauf. Da sind Initialen drin. Ja, die hat jemand selber da eingraviert. Und dann hat er sich den rangehangen. Ich gehe mal davon aus, dass das von einem Soldat gewesen sein könnte. Sein privater Löffel, den er sich wahrscheinlich selber irgendwie zurechtgeschnitzt hat. Ein wirklich sehr schöner Fund. Geschichtlich sehr schön und eine sehr schöne Spur auch. Lag einfach oberflächlich hier einen Zentimeter tief oder so. Das fängt schon mal sehr gut an. Ich freue mich hier. Mal dieses schöne Waldgebiet. Jetzt habe ich wieder was Interessantes gefunden. Wer von euch kann mir sagen, was das ist? Das kommt mir so bekannt vor. 6 Volt. Und hier steht noch was drauf. Ich glaube, da steht DDR. Also hier liegen eine Menge interessanter Sachen rum. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das ist. Hab wieder was gefunden, wo ich nicht weiß, was das ist. Hier steht was drauf. CWG NP10. Sieht scharf aus. Als könnte das so eine Art Leuchtpatrone sein. Scheint auch noch scharf zu sein. Oder vielleicht so eine Art Batterie. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich werde es auf jeden Fall nicht mitnehmen, weil ich eben nicht weiß, ob ich mich da strafbar machen würde, wenn ich sowas mit nach Hause nehme. Könnte ja was sein, was erlaubnispflichtig wäre. Deswegen grabe ich es lieber wieder ein. Aber sagt mir mal, was das ist. Ich weiß es nicht. Habe ich so noch nie gesehen. Sieht halt aus wie eine Leuchtpatrone, aber ein bisschen kurz. Klein. Na gut. Heute bin ich mal mit dem Nocta Impact wieder unterwegs. Meinen guten alten Impact, den habe ich schon echt lange. Die anderen sind ganz da hinten. Ich glaube, die haben auch noch nichts weiter gefunden. Außer ein paar Eisenteile. Läuft gut. Hier, guck dir mal meinen Löffelfund an. Oh, ist aber ein hübscher Löffel. Leute, was ist denn los?
Der ist auch recht schwer. Ist das Aluminium? Oh, das ist Aluminium und das ist was Russisches. Aber ist hübsch. Da sind russische Initialen drin. Der, ich sag mal, der Chefsondler. Naja. Wer jetzt lacht, geht nach Hause. Also über diesen Fund freue ich mich sehr. Tatsache, und das ist so eine Grabenkunst, ne? Das ist selber eingraviert. Den hat sich ein russischer Soldat selber gebaut, um damit. Mhm. Vorsicht, dass er nicht abbricht, weil der ist ein bisschen dünner an der Stelle. Das ist ein N im Übrigen, ne? Wer das nicht weiß. Ne? Wer kein Russe ist, ich bin ja Russe. Das ist ein N und ein H, weiß ich nicht. Ist das ein H? Das hier hinten ist noch was. Das scheint ein C zu sein, ne? Aber das ist ein russisches N. Da sieht man, dass das schon ein bisschen dünn ist. Und da sieht man den Alufraß, das ist auf jeden Fall aus Aluminium. Das ist Wertungsfund Number One. Wie schön er sich den gebaut hat. Tja. Den hat er so. Das finde ich, also der Fund ist. Das ist ein richtig schicker Fund. Ja, ist okay, auf jeden Fall. Also da freue ich mich drüber. Zählt, ne? Und hier sind wir auch im Gebiet. Ich weiß nicht, ob du jetzt gerade aufnimmst. Hier waren auf jeden Fall Russen, das ist völlig klar. Wir haben ganz viele leere russische Hülsen gefunden. Also hier waren die Russen auf jeden Fall. Ja. Das ist Fakt. Deutsch war nicht so viel. Ne? Ich habe noch dieses Objekt gefunden und da richtet sich schon wieder die Frage an die Zuschauer. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Gib mal her, bitte, Sonic. Das ist aus Leder. Und das sieht schon nach Wehrmacht aus, auf jeden Fall. Ne? Das ist aus Aluminium hier, dieser Ring. Ja. Und das könnte, wie heißt das, Alex? Vor 7 Tage gestellt sein. Genau. Könnte Tatsache wirklich so sein, ne? Lag direkt neben dem Löffel. Ein Fahrrad habe ich gefunden. Guckt euch das an. Das liegt schon eine Weile, das ist ziemlich verrostet. Schon ziemlich verrostet, das Ding. Geklaut und im Wald geschmissen. Naja, hier ist noch ein Schloss dran. Ach, ist angeschlossen sie ja noch, ja? Mhm. Ja, verstehe ich nicht. Oder jemand hat sich das hier hingelegt und nicht mehr wiedergefunden. Aber ist nichts Besonderes jetzt, ne? Kein besonderes Rad, meine ich. Oder ist es überdütet? Ich denke nicht. Na, ich finde es eigentlich ganz cool. Aber guckt euch mal den Sattel an. Shimano ist ja nur alles. Also, das liegt tatsächlich schon eine ganze Weile. Ja, na, hundertprozentig. Bisschen schade drum. Coole Dynamo. Ein Shimano Yang-Schaltung, das ist ja Standard. Haben ja mittlerweile nur alle, ne? Die Bremsen hier nicht. Das ist nicht besonders. Liegt schon an den Griffen. Also, das ist jetzt nicht hochwertig. Kein XT oder XTR. Was ist denn das, XTR? Wisst ihr nicht? Nee. Jetzt, ehrlich nicht? Das ist schon Qualität. Früher ein XT-Fahrrad, das hat was mit den Bremsen zu tun, welche Qualität die haben und so. Und XTR ist somit das Beste. Ja. Ja, Alex, setz dich hoch und fahr mal 2 Meter. Alles klar. Viel Spaß. So, bitte aufnehmen. Mhm. Ja, schade um dieses schöne Fahrrad. Kann man nichts machen. Müssen wir hier lassen. Wenn es ein bisschen besserer Zustand wäre, hätte ich es mitgenommen. Aber da kannst du ja nichts mehr mitmachen. Wenn das einen besseren Zustand gehabt hätte, hätte ich es hier lassen. Trotzdem müssen wir. Warum? Geil Foto machen. Thumbnail. Du kannst doch die Nummer bei der Polizei melden. Und dann kannst du das für dich haben. Ist aber nicht, ist wirklich nichts Besonderes. Nicht mal der Lenker ist noch gut. Der ist schon viel. Thumbnail. Ja, okay, das ist Tatsache nicht schlecht. Warte mal, soll ich oben drauf? Ja. Ne? So, nach längerer Zeit habe ich jetzt mal wieder einen Fund. Da kann man noch die Ziffern erkennen. Und da unten steht, was es sich für eine Uhr handelt. Da steht irgendwas drauf, ich kann das nicht wirklich lesen. Ja, die Zahlen sieht man hier halt. Ne? Ja, aber 12, die Schrift. Darf ich Paris. Das ist halt nur das Mittelteil. Jetzt müsste man noch mal gucken, ob vielleicht der Rest hier noch Briquid, ist. Ich kann das wirklich nicht richtig erkennen. Irgendwas mit Quid. Warum zitterst du denn so, mein Freund? Noch nicht hier noch gegessen heute. Unterzuckert bist du. Musst du mal was Süßes zu dir nehmen. Aber das scheint Email hier zu sein, ne? Ja, irgendeine also, Email-Beschichtung. Das war schon mal was sicherlich ganz Cooles, denke ich. Paris und. Kann ich mal? Cool. Ja, auf jeden Fall interessant, ne? Ja. Mal schauen, ob hier noch mehr liegt. Was ist denn das da? Gib mal. Ach, das ist Alex im Fund. Ja, da steht sogar mal drauf. Was? War das da drin bei der Uhr noch? Nee. Ach, das ist dein Fund.
Hm, keine Ahnung, was das ist. So, rechts. Hier. Die war auch noch Signal gewesen, oder? Ja, da sind irgendwelche Splitter noch von Granaten. Uhrensplitter. Das ist ja nicht so kalt. Da ist ein Spinnennetz. Um die Jahreszeit. Finde ich erstaunlich. Hier, guck mal hin. Ja, aber sie bewegt sich schon, ne? Na, die kleine Maus, die lassen wir in Ruhe. Die ist tot. Nee, die ist nicht tot. Die bewegt sich. Hast du gesehen? Die stellt sich tot. Oh, jetzt muss ich sie aber mal nehmen. Hübsche Tier, ne? Ja. Eine Blindschleiche. Will sie ja auch nicht anfassen. Also du willst mit dem Schwanz, du weißt ja Bescheid, ne? Da ist er. Sie krabbelt. Okay, Mäuschen. Sie krabbelt jetzt davon. Ja. Das ist cool. Ja, Mäuschen, komm, hau ab. Aber wirklich wie eine Schlange, ne? Ist ja eine Schlange. Es ist doch auch eine Schlange. Naja, sehr gut. Aber es ist eine sehr kleine Schlange. Na, absolut. Komm, Mäuschen, hau ab. Alles gut. Renn weg. Wir decken sie lieber zu. Genau. Oh, hier war ein Signal und ein bisschen Hecke. Zum Glück hast du sie nicht halb gehackt. Ne? Wollen wir jetzt mal trotzdem gucken, was da ist? Ja, hack mal richtig hier rein. Genau. Wo ist er denn, kleine Maus? Hier ist er. Guck mal, hier ist er. Und jetzt ist er weg. Sehr schön. Wer hat was hier gefunden? Hier summelt was. Gigantisch. Es ist gigantisch, was ich schon wieder gefunden habe. Ja. Ne? Sehr schön. Aber die Blindschleiche war schön. Was hat denn der Alexander da Schöne gefunden? Ich würde behaupten, das ist der Kopf einer Spitzhacke. Genau. Ja, ist es auch. Richtig. Würde ich jetzt auch behaupten. Hier unten war der aus Holz oval geformte Stiel drin, mit der meist oben kleine. Mit einem kleinen Keil gespalten wurde, damit er dort drin hält. Mhm. Hier. Und damit wurde in die Fundtasche damit. Und da wurde spitz gehackt mit. Genau, und in die Fundtasche. Richtig, Alex, sehr schön. Super. Nehmen wir mit. So, das machst du zu wieder. Natürlich doch. Und das beobachten wir jetzt mal. Bei der Schatzsuche mit dem Metalldetektor im Wald Wagenheber gefunden. Richtig. So, hier ist es raus, ob das jetzt wirklich was ganz Altes ist oder eher aus den 50er, 60er Jahren. Interessant wäre eben aus dem Zweiten Weltkrieg und das weiß man halt nicht, ne? So, naja, das war eigentlich schon. Ich würde den Zuschauern halt zeigen. Naja, das ist ja auch okay. Ich meine, ist ja auch interessant, sowas zu finden. Was macht das ja, hier im Wald, ja? Ohne Witz. Also da kam dann hier so eine Stange drin und dann genau, wird gepumpt. Hat man den hochgehebelt und wie man sieht, ist ja auch ein Stück ausgefahren. Ne? Da steht irgendwas. Also wenn ihr wisst, dann schreibt es in die Kommentare. Was denn jetzt? Um was für ein Wagenheber sich dabei handelt. Tut. Um was für ein Wagenheber tut, sich dabei tut, handeln Auto. Tut. Dann tut's in die Kommentare schreiben. Dann tut's. Das musst du wirklich mal bringen, Alter. Ja, mach ich dann doch. Hassen sich alle. Ich hab was entdeckt. Was an dir dran. Was denn? Du bist nicht alleine unterwegs. Eine Blindschleiche? Ja. Um Gottes Willen, was ist da, Sonic? Soll ich's abmachen? Na, was ist das Ekelhaftes? Das wird jetzt. Was war denn da? Das war eine Raupe und die hat mich ange... Rotz. ...spritzt. Wo ist sie hingefallen? Die war auf deinen Kopf. Ich hab dir somit das Leben gerettet. Okay. Weil die war hier. Ja, jetzt ist sie weg. Tja. Wagenheber gefunden bei der Schatzsuche mit Metalldetektor im Wald. Die ist mit Raupen. Wir müssten die Polizei rufen. Ja, wegen der Raupe jetzt oder was? Jetzt sagen wir denen dann auch. Aber geht auch um den Wagenheber. Ach so. Der könnte ja geklaut sein. Ey, Alter. Alle weg von meinem Kopf. Der könnte geklaut sein. Auf jeden Fall. Dann kommen die hierher mitten in der Nacht und... Nee. Gut, dass ihr uns angerufen habt. Nee, ich sage jetzt mal so. Ab einem Wert von 50 muss man ja die Polizei rufen. Und entschuldige bitte, das ist ein antikes Stück. Naja, antik ist er. Ich denke, dass der schon aus der 30er ist. Na, glaube ich schon, auch. Ja. Also, wer ruft an? Ich rufe jetzt an. Gleich Kripo. Kripo? Kripo, ne? Es könnte mit einem Kriminalfall auch zusammenhängen. Ja, absolut. Tote Menschen und alles. So leck mich am Arsch. Mann, er hat endlich was gefunden. Da freut mich für dich, dass du heute auch nicht leer ausgehst. Na, meinst du, dass ich was... Das ist was. Ist was Cooles. Ich
Bin mir nicht ich habe so es gesehen, wir haben es schnell wieder reingeworfen, um die Kamera auch rauszuholen. Oh! Oh! Und das siehst du, was das ist? Nee, warte mal. Warte, ich komm mal näher ran. Stop. Von der Bahn zerbrochen. Das ist ein Hufeisen mit Kleeblatt und ein Schwein drauf. Ey, ich sehe das wirklich nicht. Ehrlich, ich bin wirklich blind. Christian, das passt zu dir. Ich bin wirklich blind. Schwein auf jeden Fall. Tatsache, ey. Das ist ja wirklich was. Das ist nicht wirklich kaputt. Ist nur ein bisschen verbogen. Das ist ein bisschen verbogen. Das Schwein passt das zu dir, Christian, wa? Da ist kein Schwein drauf zu sehen, mein Freund. Schwein. Dürfen wir das jetzt auch mal? Das ist ja wirklich ein Schwein, Alter. Ja, so. Hast du das gleich so gesehen? Na klar, ich habe halt gute Augen. Ein festes Bündnis? Psst. Mit dem Glück. Nicht. Ein festes Bündnis mit dem Glück? Eine Allianz fürs Leben! So, bitte. Das bringe ich so. Hoffentlich allianzversichert. Ein Hufeisen nach unten, das soll Pech bringen. Eigentlich ja. Fängt, ne? Ja, fällt ja raus. Genau. Halt muss ja so. Genau. Da wird das Schwein gestoppt. Wie war das Schwein? Vier Blätter Kleeblatt, das passt nicht, diesen Preußen, sondern das Schwein. Ja, ne. Mit dem Kleeblatt nach Soll Straußen? Dieser Fund dir Glück bringen? Ja, danke. Und dir jetzt bessere Funde bescheren? Ich meine, jetzt. Hast du ein Coinpad? Das ist traurig. Oder soll das in mein so schnell werden? Ja, in deinem. Aber ich meine, gut. Ich meine, dass wir uns jetzt über sowas freuen, weiß ich nicht, ob das gerade so für unsere Fundlust spricht. Soll das Glück auf mich übergehen. Tatsache, ja. Ein Glücksschwein? Abgesaugt. Aber wisst ihr, das Schlimme ist, das ist der beste Fund bisher heute. Nee, der Löffel ist der beste Fund. Das ist auch dein letzter Fund für heute. Hast du recht. Hast du recht? Nein. Das ist auch dein letzter Fund. Nein, es geht jetzt erst los. Jetzt ist es richtig los hier. Und Licht ist weg. Ein Löffel. Ja. Ist das ein schönes Stück. Das ist mal wirklich toll. Tja, und jetzt muss man wirklich vorsichtig und behutsam reinigen zu Hause. Ja. Ich sehe schon, hier ist drin. Alexander hat einen Coinball, sagt er. Ein Schlüssel drin. Nee, das ist kein Coinball, das ist ein Schlüssel. Schon wieder. Ja, hol doch mal raus, das Ding. Wenn man jetzt hier guckt, da kommt ein Schlüssel zum Vorschein. Ja, das haben wir schon gesehen. Jetzt hol den doch mal raus da. Den Schlüssel. Da. Kick mal hier. Richtig ein alter DDR-Wohnungsschlüssel ist das. Zeig mal. Alter, ja. Da steht eine Nummer drauf. Ja. Wir rufen gleich die Polizei und wir gucken, wo der herkommt. Das ist ein DDR-Schlüssel auf jeden Fall. Da steht drauf. Coinball. Ja, ich dachte, das könnte auch eine Münze sein, aber es ist in dem Fall ein Schlüssel. Darf ich mal sehen? Jawohl. Bitteschön. Von der Wehrmacht. Ein Hufeisen. Immerhin, Mann. Immerhin ein schöner Fund, nehme ich mit. Ja, unheimlich schön. Traurig, dass man nicht als schön. Es wird eine lange Runde heute. Na ja, das ist ja nicht so schlecht. Das ist ja ein interessanter Hund. Aber warum ist das oben zu? Hufeisen müssen offen sein oben. Damit das Glück reinfallen kann. Es handelt sich um einen Knopf. Nee, ist okay. Aber der ist so klein, dass man ihn kaum drauf gekriegt hat. Und da ist was drauf. Ist da wirklich was drauf? Ja. Oder ist, oder ist sogar mehr drauf, als ich dachte. Dann ist das doch ein guter Fund. Den muss ich mal säubern. Mal sehen, was zum Vorschein herkommt. Ich bürste eine Weile, ja? Mhm. Wie lange noch? 10 Minuten. Reicht. Es glänzt richtig. Ist das eine Blume, Sonic? Das ist was Schönes. Guck mal, ein Knopf mit mehreren Sachen drauf. Was? Mit Lachen drauf? Mit mehreren Sachen drauf abgebildet. Das ist eine Blume, Mann. Ja, aber da ist irgendwie was in den Ecken noch. Dachte ich. Sonic, in allen vier Ecken soll Liebe drin stecken. Ne? Gut. Haben wir das eh gehört. Schönes kleines Fündchen. Sonic, das Glück ist auf meiner Seite. Ich gebe dir nachher mal mein Poesiealbum, ja? Was mache ich denn dann mit dem Poesiealbum? Na, da musst du einen Spruch reinschreiben. Heißt das nicht Poesiealbum? Und irgendwie so glitzernde Pferde reinkleben oder so. Also ein Poesiealbum. Ich denke, das ist ein Knopf. Ja, das ist ein Knopf, okay. Aber da ist was drauf, auf jeden Fall. Die Bürste hätte ich gern. So, die ist weg.
Alex, die Bürste muss da noch liegen. Alex ist noch an der Stelle, wo der kleine Knopf lag. Da habe ich die Bürste verloren. Das ist ein hübsch, wirklich ein hübsch spazierter Knopf. Ich geh da mal hingucken. Warte hier. Ja, ja. Nicht verloren gehen. Zum Glück ist Alex noch an der gleichen Stelle und isst da gerade ein Brötchen. Na klar, siehst du? Hast du doch mit Absicht gemacht. Alex hat sich drauf gestellt und wollte so tun, als wäre sie nicht da. Wollte er klauen. Aber das ist Tatsache ein recht hübscher. Wie schön eben ein Knopf sein kann. Ja, halt, jetzt, ne? Hast du einen kaputt gemacht. Ach Quatsch, so, guck mal. Oh. Hübsch ist er, ne? Ja, ich würde sagen aus Messing. Ein aus Messing gefertigter. Aus Messing, ein aus Messing gefertigter Stahlknopf. Schönen Knopf hast du da gefunden. Ich wünsche dir alles Gute. Auf dem Rest meines Lebens jetzt, ja. Ich denke, dass dieser Knopf für dich was ganz ausreichend ist. Ach Gott, ey. Gib mal meine Bürste her. Groß. Beschmutz mal meine Bürste nicht mit diesem tollen Fund. Und rein. Ey, mach ihn nicht kaputt. Ich glaube, so einen Knopf habe ich noch nie gefunden. Ich habe da ehrlich jetzt nicht? Also von denen habe ich wirklich schon ganz viele gefunden. Ich hab die jetzt nicht vor allem in... Das dürfen wir aber nicht sagen. Ja, die dürfen wir nicht sagen, ist aber halt so. In den Schweizer Alpen hast du die schon gefunden, stimmt's? Na klar. Anker, Kriegsmarine. Ja, sind doch ein paar schöne Funde bis jetzt rumgekommen. Also das Ding ist jetzt okay. Also, mein Gott, nur gibt noch bessere Sachen, aber das ist auf jeden Fall schon mal okay, finde ich. Wie du das immer gerne machst mit Fremdfunden. Ja. Achtungslos. Missgünstig weggeschmissen, so, weißt du? Nicht gönnend. Genau. Nein. So ist okay. Den Knopf gönne ich dir schon. Wenn eine So, ab jetzt wenn eine Goldmünze gewesen wäre, ne? Alter, ob ich jemals nochmal Gold finde? Ich habe 3-mal Gold bisher gefunden. Wie oft hast du schon Gold gefunden, Sonic? Kann ich nicht mehr erzählen. Nee, jetzt wirklich so oft schon? Ehrlich? Ich weiß es nicht, wie oft. Also du hast unter 10-mal. Also 5-mal, 6-7-mal. Also schon Eheringe und so eine Kacke oder was? Na klar. Ja? Aber noch nie eine Goldmünze. Ja gut, das ist ja nur wirklich schwer. Und das ist auch nicht gesagt, dass man die Tatsache auch schafft. Also eine Goldmünze zu finden, ich finde, das ist schon sehr viel Glück, ey. Ja. Was Simon erreicht hat, ne? Auf dem Feld, Junge. Wie kommt da eine Goldmütze hin? Wenn jetzt hier noch ein Signal ist, kannst du gleich weiterfilmen. Ist aber nicht. Ich muss Akku wechseln von meiner Lampe. Ist so dunkel geworden. Eingeritzt. Das ist auch wieder so ein persönliches Ding. Ja. Also da ist eingeritzt. M-A-N-K-M. Das ist nicht russisch. Das ist auf jeden Fall ein Stempel. Fakt. Jedenfalls interessant. Aber doll. Da sieht man auf jeden Fall den Stempel. Die Frage ist, was ist das für ihn? Den habe ich noch nie gesehen. Alter, gib mal hier einen Keil. Einen Baumkeil. Ist das eine Frau mit einer Trompete? Ich weiß es nicht. Fetten Keil. Ja, aber ein richtig dicker Keil, ey. Auf jeden Fall ein interessanter Löffel. Schöner ja. Löffel. Aluminium und graviert mit Name. M-A-N. Und den Rest kann ich nicht mehr wirklich erkennen. Hier. Da, ist ja noch ein bisschen Stoff. Da ist noch Stoff dran, zeig ich mal her. Geil. Ist da noch ein bisschen Haut dran? Ein schöner russischer Knopf, den der Rico da gefunden hat. Da ist sogar noch ein bisschen Stoff dran. Ey, Leute, da steht ein Datum drauf. Ernsthaft? Ja. 1953. Deswegen auch noch dieser super Zustand. Habt ihr alte Orte drin? Hier, bitteschön. Rico hat ein paar schöne Sachen gefunden. Löffel von der Luftwaffe bestimmt. Oh, da steht sogar was drauf. 40. Hm.
Lirum Larum, hey. Löffelstiel. Wer nicht ja? isst, der weiß nicht viel. Das was ist China-Salbe. China, genau. Passt auf jeden Fall zusammen. Das ist der beste Die musst du mal aufmachen und dran riechen. Ey, ohne Witz jetzt. Die muss da ist noch mal drin. Klar. Leute, das sind vier. Wir können nicht mehr. Dank Alex haben wir uns verlaufen. Und Schluss. Sonic, mach aus, sonst tut's weh. Es regnet jetzt immer stärker. Ich weiß nicht, ob ihr da erkennen könnt, aber es handelt sich dabei um ein Abzeichen bzw. ein Anstecker. Da bürste ich mal ganz vorsichtig, weil die Steine fallen immer ab. Das ist ein WAW-Abzeichen. Ein Schild. Also so ein Schild, was ein Schwertkämpfer hatte. Schwert und Schild, nur in Mini-Format.